Hallo, seid gegrüßt. Heute geht es nochmal um das Thema 7i96s und ein Custom Bitfile. Und zwar hat ein Zuschauer gefragt, ob er hier die Zusatzleiste mit Encodern bestücken kann, also mit Encoder-Eingängen, um auf eine 7i85 zu verzichten. Das heißt, hier direkt die Encoder anzuschließen. Ich könnte das heute, wenn wir es hinbekommen, mal direkt mit meinem Drehencoder wieder probieren, weil der hat ja A und B und dieses A und B ist hier in dem Fall 5 Volt tauglich und damit können wir die Encoder-Eingänge, sofern wir sie reinbekommen, ausprobieren. Okay, als erstes springen wir mal wieder in unsere Efinity-Software beziehungsweise in unseren Projektordner und da drin haben wir ja die 7i96s, also sprich das MESA-Archiv. Und dort haben wir uns letztens eine VHD-Datei kopiert. Das machen wir auch. Diesmal nehme ich aber das richtige, also ein 7i96s Beispiel. Und zwar dieses hier, PIN 7i96sd. So, das kopiere ich mir. Füge es ein, wieder STRG C, STRG V. Und sage hier mal Unterstrich Encoder. Okay, jetzt wechsle ich wieder in die Efinity Software, lade mein Projekt. So, ich füge meine Datei hinzu. Was haben wir gesagt? SD Encoder. Ich öffne sie mit Doppelklick und ich brauche wieder meinen Top Ethernet Host Mod. Da drinne mache ich als erstes eine Kopie dieser Zeile. Ich kommentiere die mit zweimal Minus davor aus und hier sage ich jetzt, wie schon beim letzten Video, erstmal die Namensgebung, Unterstrich Encoder. Unterstrich Encoder und hier drinne genau dasselbe. Encoder. So, also jetzt wird diese VHD-Datei verwendet, aber wir müssen natürlich noch den Encoder hinzufügen. Okay, ich scrolle mal hier hoch in den Modulbereich und dort haben wir ja theoretisch schon einen Encoder, das ist hier der Q-Count und den haben wir einmal hier, also sozusagen wir haben die Menge 1. Und die wird hier verwendet auf der Karte selber schon einmal. Wir möchten aber hier zusätzliche haben, Encoder. Das heißt, wir können wieder abgucken, wir können abschauen. Wir können jetzt erstmal die Menge erhöhen. Angenommen, wir wollen 3 Stück zusätzlich. Das heißt, wir machen hier eine 4 draus und dann kopieren wir uns wieder hier diese Zeilen und sagen, ich möchte, oder ich kopiere mal bloß das hier. Ich möchte den A-Pin auf 1. Muss ich mal gucken. Also hier scheint die 1 zu sein. 1. Das hier oben drüber die 14. Also können wir mal A, B, A, B oder wir können mal A, B, I machen. Also je nachdem, wenn man den Index mit braucht, kann man den mit reinschreiben. Wir können den ja mal mitverwenden. So.
Auf den Pin 1 kommt unser A und unser B-Signal. Machen wir mal auf die 14. Und den Index-Pin, den legen wir mal auf den Pin 2. So. Das Gleiche machen wir jetzt hier. Also ich kopiere das einfach mal durch. Nehmen wir noch mal den A. Also wir machen drei Stück und dann schauen wir mal, dass wir das berechnet bekommen und auf die Karte flashen. Okay. So. Jetzt ist es wieder wichtig, dass wir hier den Index richtig vergeben. Das bedeutet, wir zählen wieder. Der erste, also der mit der 0, ist ja hier oben, der Encoder. Dann haben wir hier den zweiten, den dritten und den vierten Encoder. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann sollte jetzt hier der komplette Flow durcharbeiten ohne Fehler. So. Also wir sehen wieder unten diesen Status in der Statusleiste. So, wir haben einen Fehler. Wir haben einen Fehler. Und zwar schiebe ich hier mal etwas höher. Error in der Zeile 91. Ja, ich sehe es schon. Unsere Datei heißt SD und hier steht D. Das heißt, ich schreibe SD. Speichere das Ganze und wir starten noch mal neu. Wenn die Namen natürlich falsch sind, findet er die Datei nicht und deswegen kommt es hier zum Fehler. Okay, wir starten jetzt noch mal neu und schauen, ob das Ganze jetzt durchläuft. Okay, ich habe die Maschine jetzt mal nebenher vorbereitet. Die Bitfile-Erstellung ist, glaube ich, fertig. Ich gehe zumindest davon aus, wir schauen mal in den Ordner. Wir haben ja gesagt, unter Outflow kommt das raus. Outflow und ich schaue mal hier, ob ich die Datei finde. So, das müsste jetzt unser Binärfile sein. Ich kopiere mir das wieder in meine virtuelle Maschine. So, ich habe jetzt die 7i96 mit einer Testkonfiguration mal ausgestattet. Das ist immer noch nicht das Bitfile drauf. Wir haben hier den Encoder, den einen. Und es gibt auch nur den einen. Das heißt, wenn ich hier die Karte auslese, dann sieben sechsundneunzig S. Dann sehe ich, dass wir hier nur den einen Encoder haben. Okay.
Ich habe jetzt schon mal in mein Dateisystem hier dieses neue Binärfile hineinkopiert und das flashen wir jetzt einfach mal auf die Karte. Und jetzt sollten wir danach vier Encoder haben, drei zusätzliche auf der Zusatzleiste, auf dem Erweiterungsport. Okay, ich nehme hier den Schreibbefehl, write 7 i96s Hexbin. Das müsste das sein. Wir flashen das jetzt auf die Karte, machen einen Reload mit der Karte. So, ich kann euch das mal zeigen. Wir lesen die nochmal aus. Es ist noch nicht aktiv. Wenn ich jetzt den Strom wegnehme, die Spannung wegnehme, wieder ansetze, dann hat sie ihr neues Bitfile geladen. Und wir sehen jetzt hier unseren Q-Count. Also, wir haben hier einen Encoder und wir haben hier nochmal drei zusätzliche Encoder und die können wir jetzt testen. Dazu muss ich aber meine Konfiguration ändern. Das heißt, ich gehe in meine Maschine und sage mal die HAL-Datei. Die HAL-Datei muss ich ändern. Hier oben habe ich hier NumEncoders 1 und wir haben jetzt insgesamt vier. Den Originalen hier auf der Karte und drei zusätzliche. Und das wollen wir testen. Ich speichere das Ganze und starte mal die Maschine. Ich gehe unter HAL anzeigen, wieder in meine 7i96s und habe jetzt hier vier Encoder. Ich klicke mir mal den Count von jedem Encoder hier hinein. So. Und jetzt kann ich mit meinem Drehencoder das mal simulieren. Das heißt, an dem ersten, den Originalen, ist das Ganze noch angeschlossen. So, und jetzt haben wir gesagt, Pin 1 und 14. Ist ein Encoder-Eingang. Okay, ich halte es mal ein bisschen fest. Es geht nämlich wieder leicht raus. So, und jetzt kann ich hier den Wert ändern, indem ich den Encoder drehe. So, 1, 14, die 2 wäre der Index, das heißt, die 15 und 3, glaube ich, müsste dann der nächste sein. Das passt auch. Und dann haben wir wieder hier den Index und hier die beiden. So. Und das ist der nächste Encoder. Also, ihr seht, Zuschauerfrage beantwortet, es funktioniert. Ich kann ein Bitfile erstellen, was hier auf der Erweiterungsleiste mir zusätzliche Encoder-Eingänge realisiert und die sind genauso wertig wie alle anderen Encoder-Eingänge. Wie gesagt, ich habe auch den Intex, aber den kann ich jetzt schlecht simulieren. Da müsste ich jetzt mal wirklich einen Encoder mit Index anschließen. Aber das funktioniert. Also der PIN ist da. Wichtig ist hier, dass jetzt schon mal A und B richtig zählt. Okay. Also, ich fasse noch mal zusammen. Wir müssen eine VHD-Datei erzeugen, die hier berechnet wird. Daraus kommt wieder ein Binärfile, was in dem Outflow-Ordner sitzt. Und dieses Binärfile habe ich jetzt hier geflasht auf meine 7i96s. Also dieses Binärfile oder Bitfile. Und dann erhalte ich hier zusätzliche Encoder-Eingänge und kann sie direkt anschließen. Okay, sind wir schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich sage, wenn dir das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schaltet die Glocke an, dann verpasst ihr nicht das nächste Video.
Das ist kostenfrei und wer mich zusätzlich darüber hinaus unterstützen möchte, der kann das gerne bei Patreon tun. Ja, und dann sage ich an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Video.